nochmal ein kleines Update zum Akku-Auffrischer. Das ist praktisch jetzt die Version so, wie sie da in der Anleitung gewesen ist. Und Messbereich ist jetzt 500 mA, ne, von dem hier. Und wir haben eine 12 Volt Batterie dran, hier hinten ist er. Ja, dauert immer jetzt eine ganze Zeit lang, ehe der 220 Mikrofarad 16 Volt Kondensator voll ist. Oder jedenfalls an der Schwellspannung, die der eine Transistor, ne, die eine Diode eigentlich, da braucht, um überzuschwappen. Liegt so bei 8,5 Volt ungefähr, so zwischen 8 und 9 Volt meistens. Und bis dahin muss der Kondi halt immer vollgepumpt werden. Ne? Und das, wenn er 220 µ hat und eigentlich 16 Volt, tja, hat er vielleicht so 100 µ dann geladen. Und tut die dann verkehrt herum, glaube ich zumindest, ne? Also ich lasse mich da gern von euch verbessern, verkehrt herum auf die Batterie dann wieder zurück. Und das haben wir hier in der Spitze bei ein bisschen mehr als 120 mA, ne? 120, 130. Ja, ist für so einen kleinen Akku ganz gut und schön. Aber unser Produkttester, der Tobi, der wollte so einen Akkuerfrischer für eine 100 Ampere-Stunden Solarbatterie haben. Ja, ne, die lacht sich natürlich über solche 120 mA Pulse kaputt. Es bringt auch schon ein bisschen was. Ne? Also ganz so für die Katze ist es natürlich bestimmt auch nicht. Aber ja, naja. Wie bläst man es auf? Naja, einfach ein Kondi aufblasen. Ne? Ich habe ja einen gefunden, der 10 Volt hat und 4700 Mikrofarad. Und extra noch in diese Strecke mit dem 22K Widerstand ein Potentiometer von 220 Kiloohm oder 470 Kiloohm sogar. Ich glaube, so hoch brauchen wir gar nicht gehen. Mit dem Hintergedanken, dass man dann auch 24 Volt Batterien oder 48 Volt Blocks oder sonst was ranhängen kann. Ja, dann kann man dann mit dem Potti hier von die Ladezeit sozusagen bestimmen. Ne? Damit bestimmt man den Widerstand vor dem Kondi und der Widerstand bestimmt halt, wie viel Strom hier reingelassen wird. Und je eher der Kondi auf seinen 8,5 Volt ist, desto eher blinkt die LED halt und der Puls kommt sozusagen. Ja, wollen wir mal gucken, wie das hier drüben ausschaut, wenn ihr so lange Zeit habt jedenfalls. Mal gucken, ob ich dann vorspulen muss. Ne, vorgeladen ist noch nichts. Ja, ich mache ein bisschen mal gucken, was wir momentan als Musik haben. Aber jetzt funktioniert es, wurden die Sicherungen. Ich habe eine kaputte Sicherung verbaut gehabt. Ja, passiert. Ja, es dauert halt ein bisschen länger, ne? Aber ihr seht, der Ausschlag geht des 500 mA Bereich schon im messbaren analogen Messbereich voll über die 500 mA hinaus. Das dürfte in der Spitze, ja, ich schätze mal vielleicht 5 Ampere, vielleicht sogar 10 Ampere vielleicht in der Spitze. Kann ja vielleicht mal irgendjemand ausrechnen. Aber auf alle Fälle eindeutig viel mehr. Ja, bei der Frequenz, die es jetzt hat, müsste immer noch in dem Bereich sein, der Selbstentladung, der normalen Selbstentladung der Batterie. So gefühlt her, wie gesagt, wenn es jemand berechnen will, kann er es gerne mal tun und mich bestätigen oder korrigieren. Beides wäre im Sinne des Erfinders. Ja, und wie gesagt, mit dem Potti hiervon kann man dann 24 Volt Blocks, 48 Volt Blocks. Ich weiß gar nicht, wie weit man dann hochgehen kann. Aber ich glaube, ja, zu sehr sollte man die LED nicht überstrapazieren. Da habe ich jetzt 1 Kilo-Ohm Vorwiderstand genommen anstatt 470 Ohm. Also ein bisschen Reserve schon geschaffen trotzdem. Naja, mal gucken, ist ja nur so zur Statusüberprüfung. Jo, lieber Tobi, ich vergieße das alles schön mit Heißleim. Ne? Guckt es dir nochmal ganz genau an, wie es gebaut worden ist. Und dann, ja, viel Spaß damit und immer schön berichten, was beim Testen rausgekommen ist. So, ein was Wichtiges mal noch, weil wir es gerade hier so haben. Tobi, bei dir habe ich hier oben, ne, ist es durch Zufall so entstanden, aber es ist ganz, ganz praktisch, hier dieser kleine
Nups da, ne? Da ist kein Heißleim drauf. Da kann man mit einer Kroko-Klemme rangehen und kann die da vorsichtig befestigen. Das sieht man dann, wenn man das Minus vom Multimeter, das ist auf Volt gestellt, ne, mit dem Minus von der Batterie verbindet, sieht man dann, wie viel Spannung auf dem Kondensator ist. Ne? Und wenn die Spannung bei 8,5, 8,6 Volt ist, ist von bis jetzt im Kleinen von, wie heißen die Dinger hier? Heute ist wieder ein Tag. Transistoren, ne? Diese kleinen Transistoren, ein bisschen unterschiedlich. Bei dem hier ist es, glaube ich, jetzt 8,6 Volt. Momentan habe ich noch nichts angeschlossen. So, ich gehe erstmal mit dem Plus auf die Batterie. So, und da sehen wir schon, dass es steigt. Ne? Und mal gucken, wann hier das Lämpchen kommt. Ah ja, also bei 8,55 ungefähr. Ja, das fällt dann immer auf 7,7 ungefähr wieder runter. Aber ja, ihr seht es ja hier links, ne, im Ampermeter, der Ausschlag ist jenseits der 500 mA. Also schon das, was das hier anzeigt, ne, in der Spitze dürfte das noch viel, viel mehr sein. Also für 100 Amperestunden Batterien müsste das ausreichen. Denke ich mal. Ja, somit kannst du dann immer hier oben überprüfen, ob vielleicht irgendein anderes Bauteil im Arsch ist, ne? Oder wenn du mal vergessen hast, wie hier vorne die Potty-Einstellung war, welchen Ladezustand du dann eigentlich hier dann hast. Ansonsten sieht man es natürlich auch am Blinken der LED. Ne? Also, ich wünsche dir viel Spaß damit.